Es gibt keinen Heimleiter in Nordrhein-Westfalen, der sein Heim dicht machen kann. Er verstößt gegen Recht und Gesetz. Und ich werde die Besuchsmöglichkeiten in den Heimen durchsetzen. Ob in Duisburg oder anderswo. Um das ganz klar zu sagen. Ich lasse nicht zu, dass über diesen Weihnachten ähnliche Dinge wie über Ostern gemacht werden. Und das ist nicht das Recht eines Heimleiters, das zu entscheiden. Sondern es ist eindeutig durch Verordnung des Landes klar geregelt, dass den Menschen ein Test angeboten werden soll, dass wenn man aus irgendeinem Grund nicht testen kann, den ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dann werden die Menschen mit Schutzbekleidung und PSG2-Masken ausgestattet und können ihren Verwandten besuchen. Um das hier abschließend jetzt mal zu klären. Und vollkommen klar ist auch, dass ich die Heime dabei nicht in den Stich lasse. Wir sind zurzeit dabei, das wird auch klappen, dass wir in einer Allianz von Deutschen Roten Kreuz, von Arbeiter-Samariter-Bund, von Johannitern und Maltesern den Heimen über die Weihnachtsfeiertage in erheblichem Umfang Sanitäter zur Verfügung stellen werden, die beim Testen helfen.